Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, ich bin da, ich bin hier, ich bin gut drauf. Wup, wup. Cringe. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem kleinen Video ein klitzekleines bisschen Ablenkung geben kann. Ich habe heute ganz besondere Produkte hier, die gestern bei mir in der Post waren. Ich habe sie euch bei Instagram gezeigt und ich habe sehr viel spannendes Feedback dazu bekommen. Ich kannte die Marke persönlich nicht, deswegen bin ich gespannt, die Produkte von Trini London auszuprobieren. Das sind alles Cremeprodukte und wir werden hoffentlich nachher aussehen, als wären wir aus dem griechischen Olymp auferstanden. Aphrodite ist shaking. Ich bin da. Hallo. Bevor es losgeht, habe ich noch eine coole Sache für euch, die ich euch gerne in dieses Video mit einbauen möchte. Keine bezahlte Werbung, kein Affiliate-Code, nur weil freundschaftlich und ich mich sehr, sehr gut mit den Jungs und Mädels von Twicy verstehe. Twicy hatte ich euch neulich gezeigt, das sind die krassesten Lidschatten überhaupt gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch, das war diese Palette hier, die man sich selbst zusammenstellen kann. Die Lidschatten sind super günstig und haben die krasseste Qualität überhaupt. Viele von euch hat es gestört, dass es nur eine 16 oder 19 oder 18 Pen Palette gab. Achtung, es gibt jetzt eine kleine Palette. Das heißt, ihr könnt euch die kleine Palette mit neuen Lidschatten befüllen. Ich habe es hier so ein bisschen aufgeteilt. Ihr seht schon, ich teile das dann immer gerne nach Farben auf. Ihr könnt auch diese Inlays rausnehmen. Das sind dann so Schaumgummi-Matten, die neun Fächer abgrenzen. Ich mache das gerne so, dass ich einfach hier das dann so ein bisschen näher aneinander schiebe. Dann ist die Palette kleiner. Ich kriege aber trotzdem viele Lidschatten mit rein. Und ich habe dafür wieder einen Code angefragt für euch, weil ich weiß, es hat euch letztes Mal gefallen. Für viele war es aber etwas zu teuer oder einfach ein bisschen zu viele Lidschatten. Und deswegen gibt es das Ganze jetzt natürlich im 9er Set. Und passend dazu gibt es einen neuen Highlighter. Den könnt ihr hier auch mit reinmachen. Und dann habt ihr so eine Face-Palette, die ihr euch selber zusammenstellen könnt. Bei Twicy könnt ihr alles so generieren, wie ihr wollt. Und das ist eine super coole Sache. Das ist eine ganz süße kleine Firma hier aus Deutschland. Ihr unterstützt damit ein deutsches Unternehmen aktuell. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich habe davon nichts. Ich will es euch einfach nur zeigen, weil ich da sehr, sehr hinterstehe, hinter den Lidschatten und auch den Face-Produkten. Und jetzt gibt es das Ganze im 9er Set. Der Code steht einmal unten in der Infobox und ich würde vorschlagen, wir starten mit Trini London. Ich weiß nicht, ob ihr Trini London kennt. Ich kannte es tatsächlich noch nicht. Ich hatte es euch aber bei Instagram gezeigt und ich habe viel Feedback dazu bekommen, dass Trini die Fashion-Ikone aus Großbritannien ist. Wie gesagt, das kann ich alles nicht beurteilen, ist aber auch nicht schlimm. Wir beurteilen hier nämlich nur Make-up und keine Leute. Und deswegen testen wir das Ganze. Ich habe echt viel bekommen, ich hole das mal raus. Also das System von Trini London ist, dass vieles in diesen Stacks kommt. Die kann man abschrauben und hat dann hier die Produkte, kann man die auch, ja, die kann man so abziehen. Dann hat man wie so Mono-Lidschatten und Mono-Creme-Produkte. Das ist jetzt hier alles für die Augen. Das ist auch alles nochmal aufgeschrieben. Sehr, sehr hochwertig. Also muss ich sagen, das ist alles Custom-Packaging für Trini London. Das sind nicht diese Stock-Verpackungen, einfach diese kleinen Tiegeldüsen, sondern das ist angepasst. Und das ist sehr, sehr teuer. Ich weiß nicht, was die Sachen kosten. Ich packe euch das mal hier so mit rein. Immer dann, wenn ich was bearbeite. Aber wir haben hier Lidschatten. Wir haben ein Concealer in einer Cremedose. Wir haben zwei verschiedene Foundations. Die eine finde ich super spannend. Ich habe die gestern geswatcht. Man konnte online so einen Shade Matcher machen. Habe ich gemacht. Ich bin gespannt, ob es funktioniert hat. Wir haben hier einmal die BB Cream Skin Perfector mit Lichtschutzfaktor 30. Die hat so ein bisschen Farbe. Und dann haben wir die BFF Serum De-Stress Foundation. Es geht so ein bisschen in die Foundation. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht wir wären. Und zwar habe ich hier auch noch was für die Lippen und für die Cheeks, für die Wangen. Auch das ist immer aufgeschrieben. Ich glaube, am Ende kann man das trotzdem mischen, wie man will, ne? Im Moment ist der Hype um Cremeprodukte ja extrem groß. Ich verstehe es. Ich liebe Cremeprodukte mittlerweile. Vor zwei Jahren hätte sie mich damit jagen können, weil ich einfach nicht wusste, wie man damit umgeht. Mittlerweile habe ich es verstanden. Ich weiß, wie man damit arbeiten kann. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute um dieses Gesicht mit Cremeprodukten kümmern. Ich glaube, wir benutzen als erstes die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor. Das ist die Farbe Light Medium. Und hier ist auch immer so ein Tipp mit da drauf. Unter oder über die Just a Touch Foundation. Was ist denn die Just a Touch Foundation? Habe ich die? Ja, hier.
Das ist das hier in dem Döschen. Die ist so ein bisschen dickflüssiger. Also das ist ein recht fester Creme-Concealer. Den benutzen wir gleich. Jetzt probieren wir hier aber einmal die Lichtschutzfaktor-Maus. Ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen auf. Ich weiß, das ist nicht die vorgegebene Menge für Lichtschutzfaktor. Bei Lichtschutzfaktor mindestens immer zwei Finger lang. Einmal den Zeigefinger und den Mittelfinger. Und das ist die Menge für an Lichtschutz, die man fürs Gesicht braucht. Da das jetzt hier eher so BB-Cream-mäßig ist. Ach krass, das verändert tatsächlich die Farbe. Ich gebe mir das mal auf. Normalerweise macht man sowas ja mit den Fingern, ne? Aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. So, jetzt ist es weiß. Ich liebe sowas. Ich arbeite mir das mal mit dem Pinsel ein. Einfach so ein bisschen wie so ein Primer. Also man kann sowas ja auch wirklich als Alleinstellungsfoundation benutzen. Reicht mir persönlich nicht. Also das Mindeste an Deckkraft, was ich brauche, ist die Nabla. Ich liebe die Nabla Foundation im Moment. Ich trage die jeden Tag gerade. Jeden Tag. Ich weiß, ihr habt sie schon ausverkauft. Kathi hat da auch ein Video gemacht und das lief richtig gut bei ihr. Also ich kann gar nicht so sagen, ob sie jetzt wirklich parfümiert ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich rieche zumindest nichts. Das könnte auch der Pinsel sein. Es riecht aber auf jeden Fall nicht schlecht oder es riecht nicht nach Sonnencreme. Hinterlässt einen sehr, sehr schönen Glow und gefällt mir gut. Als Deckkraft würde mir das persönlich natürlich nicht ausreichen, aber so als kleine Grundlage stand ja auch drauf, ist es eine gute Sache. Kleiner Tipp, Freunde und Freundinnen, gebt euch bitte, 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 bitte Sonnencreme auf die Lippen. Die Lippenhaut ist so dünn und die verbrennt bei mir immer als erstes und dann kriegt man halt recht schnell Sonnenbrände auf den Lippen und we don't want that. Ist eine schöne Grundlage, hinterlässt einen schönen Glow. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, oh, ich möchte heute kein Make-up tragen, nur so ein an Foundation, okay. Meins ist es nicht als eigenständiges Produkt, aber als Grundlage sehr schön. Wir probieren jetzt hier die BFF Serum De-Stress Foundation aus. Das ist die Farbe Lucy und die sieht einmal so aus. Farbe sieht echt gut aus. Ich nehme den passenden Pinsel. Und wir bauen uns das mal hier auf, während ich euch vorlese, was sie können soll. Ist eine Active Tinted Foundation Formula, die sichtbaren Stress auf der Haut zu reduzieren. Die Haut ist sofort aufgefüllt und glowy. Allein tragen oder on top of your oder oben drüber über deinen Sonnenschutz. Also das, was wir eben genutzt haben. Bauen wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Weil die hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft, ne? Aber das ist. Also ich sehe es immer im Feedback von euch, dass euch mein Make-up, seitdem ich so natural bin, ich bin ja nicht natural, ne? Also look at my face, dass euch das ein bisschen besser gefällt. Und ich verstehe es. Mir gefällt es auch super gut, auch vor allem für den Alltag im Moment. März letzten Jahres, als so alles losging, ich so, okay, wir machen einfach weiter so, wie es ist. Wir schminken uns jeden Tag und haben jeden Tag einfach ein schönes Make-up und fühlen uns gut. Ist ja auch so ein bisschen Make-up-Therapy immer. Ich kann es nicht mehr. Okay, also ihr seht, die Deckkraft ist leicht, aber hat einen wunderschönen Glow. Weil mit dem Pinsel könnt ihr wirklich das so ein bisschen auftragen. Der Schwamm saugt einfach zu viel noch ab und nimmt so ein bisschen auch den Glow weg. Können wir auch nur kurz darüber reden, wie gut die Farbe einfach passt. Es könnte eine sehr, sehr gute Hochsommer-Foundation sein. Feuchtigkeitsspendend, schön glowy, sehr natürlich und es fühlt sich nicht an, als hätte ich irgendwas im Gesicht. Also gefällt mir gut, ist jetzt nicht die höchste Deckkraft, aber wo finden wir das heute noch, außer bei Huda Beauty? Wir haben Concealer. Ich meine, gab es nicht noch einen anderen Concealer? Sekunde. Wusste ich doch. Es gibt noch einen Concealer, den BFF Serum Eye Concealer. Der hat so eine coole Pipette. Die hat Huda Beauty, glaube ich, auch. Das ist so ein kühlendes, chirurgisches Metall. Gib mir das jetzt mal hier hin. Ich habe den in der Farbe Shannon. Ich mache es jetzt erstmal so und nehme jetzt mal meinen Finger und tappe mir das so ein. Ich finde bei Cremeprodukten, es fiel mir gerade ein, als ich die Treppe hochgelaufen bin, wenn ihr Cremeprodukte und so leichte Foundations benutzt und ihr die Zeit habt, sie aufzutragen und 10 Minuten, 5 Minuten einfach mal auf der Haut zu lassen, bevor ihr sie mit Puder settet, weil manchmal muss man einfach so ein bisschen setten. Hat auch eine sehr schön leichte Deckkraft, aber im Vergleich zu dem Nivea Concealer ungefähr die zehnfache. Also mir reicht die Deckkraft nicht, aber wir haben ja Gott sei Dank hier das noch, diesen Trenton Just a Touch Concealer Foundation. Der ist so ein bisschen fester. Ich nehme jetzt hier meinen Lidschattenpinsel, gehe hier rein und arbeite mir das recht punktuell dahin, wo ich die dunklen Stellen habe. Das ist ja bei mir recht begrenzt, der Bereich. Ja, der hat eine schöne Deckkraft.
Der ist natürlich ein bisschen schwerer, ne? Also das ist jetzt kein Concealer, wo man sagt, den fühlt man nicht auf der Haut, sondern man merkt schon, wie halt beim normalen Concealer, dass man was trägt. Das ist natürlich ein Make-up, das ist wirklich, daran muss ich mich selber gewöhnen. Und ich muss daher auch, das Schöne ist, ich wurde neulich in einem Interview gefragt, wie ich dazu kam und dass ich mich schminken kann. Und falls ihr mir schon seit Anfang an folgt, was ja nicht alle tun, ich habe Make-up mit YouTube gelernt. Das heißt, ihr bekommt ja auch mein Wachstums- und Lernprozess mit. Und das finde ich halt persönlich auch so schön, weil wir uns gemeinsam auch Tipps geben können. Ich liebe den Concealer gerade mit der Foundation. Sieht aus, als wäre ich gerade aufgestanden, oder? Und 3 Liter Selleriesaft getrunken. Was sagt ihr, wie gefällt euch die Base? Ich muss sagen, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, sobald wir die anderen Cremeprodukte drauf haben. Hier, was ist das? Augen. Und hier sind Starlight, ein Illuminateur. Das ist ein Highlighter. Der schmilzt. Wie trage ich denn den auf? Ich habe immer Angst, dass ich mir die Base kaputt mache. Der hat keine Glitzerpartikel drin. Ohne, seht ihr das? Das ist nicht glitzerig, das ist nur Glow. Und der schmilzt, sobald ihr den auf der Hand habt, sofort. Mit dem Schwamm natürlich nicht, aber wenn er jetzt auf der Haut ist. Dann haben wir hier noch einen Contour, glaube ich. Cheekbones, und Golden Glow. Okay, dann machen wir erstmal hier Contouring. Das ist die Farbe Sirena. Nehme ich hier einen Pinsel und dann. Benutzt ihr gerne Cremeprodukte? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, weil Cremeprodukte haben natürlich, A, sind sie so ein bisschen schwieriger zu benutzen. Aber, okay, Trini, du wirst das Video nicht sehen, because you don't know me, but I love you. Schaut euch das mal an. Die Farbe ist halt auch krass, ne? Der schmilzt zum Beispiel nicht so wie der Highlighter gerade. Also der ist ein bisschen fester, schön kühl, sehr pigmentiert und mit dem kann man ein bisschen einfacher arbeiten. Also der ist wirklich dann nur so punktuell, ist ein bisschen heller. Dafür nehme ich jetzt den Foundation Brush von eben, mache den nochmal so ein bisschen sauber. Ich finde, wenn man mit so neuen Produkten arbeitet, muss man immer erstmal so ein bisschen schauen, wie es funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal mit rein. Ach, der schmilzt wieder leicht und ist wesentlich wärmer. Schaut mal. Und auch nicht ganz so pigmentiert. Und damit gehe ich. Das ist halt immer das Problem. Ich weiß immer nicht, wie ich das Video nennen soll, dass ihr euch das anschaut, weil ihr seht ja, ich kann das ja nicht faken hier. So. Ihr seht ja am Ende, ist das Ergebnis gut oder ist das Ergebnis nicht gut? Das Ding ist, ich muss euch ja aber auch erstmal auf das Video raufkriegen. Deswegen, falls ihr das Video gerade schaut und die Glocke, kontrolliert das bitte. Ist die Glocke aktiv auf alle Benachrichtigungen? Weil ihr kriegt dann wirklich, mittlerweile hat YouTube es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass ihr die Benachrichtigung kriegt. Könnt jetzt sofort zum Fotoshooting gehen. Das ist genau ein Make-up für Fotoshootings. Ich habe hier jetzt die ganzen Lippenprodukte und hier noch Lady J. Das ist Lip und Cheek, also für die Lippen und für als Blush. Die Farbe ist so ein bisschen kühler. Ich gehe da jetzt einfach mal mit rein. Auch hier kontrollieren wir die Textur. Hat wieder die Textur wie der Konturton. Ist wieder ein bisschen fester. Arbeite ich mir erstmal in der Hand so ein bisschen ein und setze mir das dann einfach hier rüber. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich setten muss. Außer unter den Augen, das machen wir gleich. Aber im restlichen Gesicht, gehe damit auch gerne einfach hier nochmal so ein bisschen lang und hier über die Stirn mit dem Rest. Ich finde, das belebt das ganze Gesicht nochmal so ein bisschen. Ich würde jetzt so rausgehen. Reicht, go, zack. Was ist mit ihm los? Hat er getrunken? Schwitzt? Er sieht. Who is she? Ich nehme wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Schaut mal, das ist die Tip. Gehe auf meine Hand und das blurrt gleich so ein bisschen aus. Das ist sehr, sehr gut. Das ist vielleicht nicht für alle von der Farbe was, aber das könnt ihr euch mal mit in den Warenkorb legen. Ist auch nicht so teuer. Und das gibt halt gleich so einen schönen mattierenden Glow in dem Bereich, wo es mattiert sein soll. Also ich muss jetzt gar nicht hier groß an den Wangen und auf der Nase mattieren, sondern wirklich nur da, wo es schnell creased. Okay. Base ist da. Ich hole euch ein Stückchen daran und dann könnt ihr euch das Ganze mal nah angucken. Das sieht schon krass aus, oder? Also super natürlich. Unter den Augen genug Deckkraft für mich gerade. Killers. Ich lieb's. Augen. Das ist jetzt ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, ob hier auch eine matte Shade mit dabei ist. Nee, der ist schimmernd. Den hatte ich gestern geswatcht. Der ist richtig krass. Der ist wie so ein Mousse und hat so ein schönen goldenen Reflex. Es wird ein sehr natürliches Make-up jetzt. Für Creme-Lidschatten nehme ich jetzt von Letizia Lemak den T8. Ich nehme das erstmal hier so ein bisschen auf den Pinsel und arbeite mir das hier in der Hand ein. Und dann kann ich das. She's pigmented.
in meine Crease geben und dann leicht ausbauen. Die trocknen an und dann, ich weiß nicht, wie es dann aus, werden die matt? Ja, ich bin nicht so ein Freund von Creme-Lidschatten in Nicht-Schimmerfarben. Ich mache das ja auch hier einfach, um mit euch so ein bisschen zu spielen. Ich gehe jetzt nochmal mit einem sauberen Pinsel hier lang und blende das aus. Also ich würde eher mit matten Farben arbeiten und Puder-Lidschatten, als mit so Cream-Eyeshadows in der Crease. Weil wenn das nicht richtig abmattiert, dann rutscht das alles in der Crease rum. Wo ist der Deckel? Aber wir gehen jetzt nochmal mit der Farbe Sun. Das ist so ein heller Ton. Damit gehen wir jetzt direkt auf unser Lid. Das ist ein schöner Schimmerton. Auch der schmilzt wieder sehr fein. She's a glowy goddess today. Ja, da könnte man auch wahrscheinlich den Highlighter nehmen für. Aber wobei, der trocknet wahrscheinlich anders an. Was geben wir uns auf die Lippen? Wir haben echt intensive Farben. Ich bin ja eher so ein Fan von Nude. Deswegen schauen wir uns mal die Farbe an. Das ist die Farbe Tashi. Noch süß. Sieht einmal so aus. Auch hier der Test ist wieder eine ganz andere Textur. Also sie hat es sich nicht einfach gemacht. Ne? Sie hat nicht einfach alles in verschiedenen Farben gemacht, sondern das ist eine andere Textur. Da merkt man, das ist Lippenstift. Ist eine sehr natürliche Farbe, muss man sagen. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen mit der Farbe. Ach, hier kommt, wir mischen mal hier ein bisschen was Spannendes mit rein. Das ist eine Farbe. Nur so ein bisschen. Das finde ich halt bei diesen Cremeprodukten immer so schön, dass man sich das anmischen kann, wie man möchte. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Liner rüber. Einfach um die Kontur so ein bisschen zu schärfen. Und das ist einmal der Look mit den Produkten von Trini London. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das? Kennt ihr die Produkte schon? Ich muss sagen, I love it, I stand. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Unter den Augen würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr setten. Die Lippen sehen schön aus. Die Base ist fantastisch. Also diese, das könnt ihr euch mal anschauen. Diese Creme-Produkte, Foundation, Puder, es sind ja alles Cremeprodukte, du Vogel. Blush, Bronzer und Contour, sehr, sehr schön. Also die geben dem Gesicht leicht diesen frischen Kick. I love it. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hinterlasst mir noch gerne ein Feedback in den Kommentaren. Und denkt daran, bei Twicy gibt es wieder ein bisschen Rabatt für euch und die neuen Lidschattenpaletten. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch mit einem ganz spannenden Video wieder. Passt auf euch auf.